über den Dächern von Wien der wunderbare Ober-St. Veiter Tennis Club und der ist heute Schauplatz eines Abschiedstrainings sozusagen von unserem Profi, dem Max Radicznik. Und Max, wir nähern uns der Kamera, damit man auch was hört und werden dich jetzt gleich fragen, warum ist es faktisch jetzt zum Karriereende gekommen sozusagen bei den Profis? Naja, ich habe mit 25 gesagt, dass ich bis 28 spielen werde und habe mir das Ziel vorgenommen, dass ich halt Top 200 Single und Doppel komme und das habe ich nicht erreicht und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte lieber was anderes probieren und werde aber trotzdem im Tennis weiterhin bleiben, tätig sein. Jetzt stellt sich der Schwede in doch reiferem Alter, also ich bin noch nicht ganz doppelt so alt, aber doch fast, die Frage, wie kann man das machen als so junger Mensch? Ich meine, denkt man den Werner Escher, der hat, glaube ich, dann mit dem Alter erst den Durchbruch geschafft. Natürlich gibt es einige Spieler, die den Durchbruch mit 6, 27 oder 28 schaffen. Und ich habe es leider nicht geschafft oder Ja, Ungeduld war halt ein bisschen meine Schwäche, sage ich einmal. Deshalb war es halt schwieriger auf Turnierreisen. Du hast genug Stärken gehabt. Was sind deine oder was waren deine Stärken und vielleicht auch, was sind die schönsten Erfolge? Woran erinnerst du dich am liebsten? Also meine schönsten Erfolge war sicher letztes Jahr mit meinem Doppelpartner, mit Hans Podlipnik, das Kitzbühel-Finale, das wir leider ganz bitter verloren haben und auch das Challenger-Finale in Oberstaufen. Dann österreichische Meisterschaften, Wintersieg, Einzel und Doppel. Und meine Stärken waren sicher, dass ich schon ein zäher Hund war und körperlich sehr gut drauf war. Ja. Und du wirst im Tennis hoffentlich erhalten bleiben. Es ist ja das nicht so, dass man sagt, die Karriere ist ganz aus. Wo wird man dich in Zukunft sehen? Natürlich, ich werde am Colony wahrscheinlich tätig werden und tätig sein. Und vielleicht auch 10 Wochen als Touring-Coach diverser Spieler unterwegs sein. Also wenn sie mich anrufen, mehr wie Nein kann ich nicht sagen und das würde mich sehr reizen. Ich wollte gerade sagen, zu mir hast du auch nicht Nein gesagt. Natürlich hat er ein bisschen einen anderen Hintergrund, dass wir dich filmen dürfen. Aber mit mir hast du jetzt auch gespielt. Wie ist das, wenn jetzt einer sich so Profi-Tipps holen will? Geht das? Natürlich, ich bin sehr offen für das und ist egal, ob das jetzt im Breitensport oder im Leistungssport ein Spieler ist. Wenn er sich Tipps holen will, gebe ich sehr gerne Tipps und weil es Tennis einfach immer in den nächsten Jahren oder vielleicht in den nächsten Jahrzehnten auch noch meine Leidenschaft sein wird. Sag uns eine Nummer. Es ist ja auch wichtig für die Damen. Ich meine, ein muskulöser Herr. Nicht? Wo können wir die erreichen, wenn du Tennis spielen willst? Also meine Nummer, meine E-Mail-Adresse ist tennis83@gmx.at. Da kann man mal eine Mail schreiben und ich werde natürlich sicherlich antworten auf jede E-Mail, die geschrieben wird. Super, also der Max weiterhin und jetzt geht es glaube ich dann nach Salzburg. Nein, wie stehen die Chancen? Bei wem spielst du überhaupt? Ich spiele beim Colony Club. Wir spielen das Semifinale am Freitag gegen den TC Gleisdorf. Die sind natürlich haushoher Favorit, aber wir fühlen uns in dieser passiven Außenseiterrolle sehr wohl, muss man sagen. Also die Chancen 60-40 für den TC Gleisdorf. Na gut, da wünschen wir dir das Allerbeste. Vielleicht juckt es dich in ein paar Jahren noch einmal, so ähnlich wie den Thomas Muster, könnte es sein? Nein, das kann glaube ich nicht sein, wird nicht kommen, aber ich werde trotzdem national tätig sein und meine Ziele sind auch, dass ich die Staatsmeisterschaften gewinne. Also super, ja. Da wünschen wir dir das Allerbeste. Der Schläger ist noch nicht an den Nagel gehängt, jetzt gehen wir wieder trainieren. Danke dir, toi toi. Danke.